Hallo, heute will ich mal in so ein Chromebook reinschauen, warum das überhaupt möglich ist für, ja, das sind hier glaube ich 250, 290 Euro kostet das Ding neu, funktioniert ja halbwegs, hat einen guten Akku. Ja, schauen wir mal rein, bevor du selber auf die Idee kommst, ist das bestimmt einfacher. Du brauchst, das ist ein 00, also sehr kleiner Kreuzschlitz, aber das geht eigentlich unproblematisch. Ja, 10 Schrauben, alle gleich groß, das ist schon mal ganz nett. Jetzt brauchst du noch so einen kleinen Heber und das funktioniert am besten hier an der Ecke. Das war's schon. Das ist relativ dünnes, lappriges Plaste, aber ja, er ist einfach abzunehmen. Ich habe ihn zwar schon mal geöffnet gehabt, aber das funktioniert tatsächlich sehr gut, ja. Und dann siehst du schon. Mal ein bisschen näher ran. Ja, warum der Akku so lange hält? Klar, ein riesengroßer, gigantischer Akku drin im Vergleich zu einem anderen. Und ja, das sind die Lautsprecher. Hier hast du noch eine Verlängerung sozusagen, eine Übertragung vom Mainboard, damit du hier noch, was haben wir hier? USB-C und USB-A. Hast. Auf der Seite ist aber direkt zum Mainboard ist der Ladeanschluss. Du könntest das WLAN-Modul tauschen, das ist immerhin. Und jetzt schauen wir mal, ob ich noch das Mainboard mal umdrehen kann, damit wir noch einen kleinen Blick darauf werfen. Das ist der Bildschirmanschluss, den trennen wir kurz. Der geht über diesen Klappmechanismus relativ einfach. Da ist das schnell erledigt und hier müssen die Anschlüsse raus. Ich versuche das mal drin zu behalten. Und das könnte natürlich auch. Nein! Hier sind entweder das gesperrt oder. Und tatsächlich habe ich es geschafft. Vorsicht, der Akku liegt nur drin. Und dann hast du hier schon. Ja, sieht man das? Wunderbar. Es ist leider alles komplett verlötet. Hier ist der Prozessor, ein Intel-Prozessor, der hier auf der Seite mit einer winzigen Kühlung versehen ist. Also das ist super sparsam gemacht. Aber ja, das ist tatsächlich der ganze Computer. Alles fest aufgelötet, Speicher aufgelötet, Arbeitsspeicher aufgelötet. Ja, das erklärt natürlich auch, warum das Ding derart kompakt, günstig gebaut werden kann. Aber funktioniert ja irgendwie. Aber immer bedenken, es ist ein Betriebssystem für ein Smartphone drauf. Und entsprechend schwierig ist es zum Beispiel auch hier Windows oder was Ähnliches drauf zu installieren. Das ist mit sehr viel unnötigem Aufwand verbunden. Und jetzt bauen wir es mal wieder zusammen. Schauen wir mal, das Ding noch funktioniert. Und da ist er wieder. Bevor du sowas machst, natürlich komplett herunterfahren, nicht einfach nur zuklappen und dann loslegen, dann ist hier drinnen noch Spannung. Ansonsten, ja. Zusammengefasst, super primitiv, super einfach, aber natürlich zweckmäßig. Keinerlei Lüfter drin. Das ist sehr cool, das ist sehr angenehm beim Arbeiten. Das Ding wird noch nicht mal warm. Also ich habe hier mal knapp 30 Grad erzeugen können. Das war's dann aber auch. Ja, genau. Also, dass das tatsächlich sehr günstig ist, darf nicht verwundern bei dem Blick nach innen. Hier ist wirklich
Nicht viel drin, es kann nicht viel geändert werden. Immerhin kann der Akku getauscht werden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an dem Ding. Und der Akku ist riesengroß im Vergleich zu einem anderen. Ja, na dann, jetzt haben wir wieder was gesehen.